Obst, mit dem man Wände reparieren kann, Greifen, die im Flug einschlafen und versteckte Tierquälerei. Das alles in Just Guild Wars 2 Things. Inquestur-Agentin. Hey, ich muss noch 59 von deiner Sorte für einen Erfolg killen. ArenaNet, wann kommt die Duellfunktion, damit ich meinen Erfolg machen kann? Aber ja, schon klar. Ist ein Spieler, kein NPC. Echte Spieler sind nicht so dumm und suchen seit 6 Jahren ein Gästehaus in Götterfels, ohne es zu finden. Wo kriege ich was Hartes zu trinken? In der Schenke im südlichen Teil der Stadt. Folgt einfach dem Gegröle der Betrunkenen, könnt ihr kaum verpassen. Es gibt vielleicht bloß Spieler, die seit einem Jahr die Musikbox suchen, ohne sie zu finden. Habt ihr euch außerdem schon mal gefragt, was die braune Schmiere ist, die man von manchen Tieren stehlen kann? Wer bei ArenaNet denkt sich sowas aus? Ich komme mir konfuser vor als eine lila Kuh in den Labyrinth-Klippen. Luna würde bei so etwas nur wegrennen. Und darauf ist sie auch noch stolz. Bin schneller als ein Centaur. Das ist nicht besonders schwer, Luna. Guck dir die Viecher doch mal an. Und nach solchen Dieben benennen manche ihren Charakter. Finde ich aber cool. Skutz klärt. Okay, Leute, ich habe eine Liste mit Ideen von Gags für Kona klärt, auf die ich immer was aufschreibe, wenn mir gerade mal was einfällt. Ich weiß nicht, in welchem Zustand ich das Folgende aufgeschrieben habe, aber hier steht: Funny. Im Gehen sehen karakletäre angeklickte Chars so an, als ob sie ihnen den Hamster gekocht haben oder sp. Vielleicht wisst ihr ja, was ich gemeint habe. Ich mache jetzt trotzdem mal einen Clip dazu. Leute, seht ihr das auch? Das ist du noch die. Da ich mit meinem Wächter hier bin, sollte ich ihm das Lager einfach übergeben. Aber mit geschicktem Täuschungsmanöver werde ich ihn in eine andere Dimension befördern. Ja, gleite auf den Felsen. Gut, du noch die, gut. Geh noch ein kleines Stück weiter. Das war aber nicht meine einzige Interaktion mit einem Star aus Guild Wars. Krokotasche hat mich mit seinem Zerg mal aus einem Tor raus befreit. Als ich mich mal wieder irgendwie da reingebackt habe. So, komm, lass uns den mal hier rippen. Oh shit. Ich glaube, ich stuck im Tor. Was, du bist im Tor? Wie hast du das geschafft? Wir müssen jetzt halt das Tor auftrashen. Das hilft alles nichts, Leute. Komm, wir gehen jetzt hier nicht eher weg. Wir müssen Kona aus dem Tor befreien. Das ist unsere Aufgabe. Egal. Ich backe immer irgendwo rum. Echt traurig. Wieso immer du? Das ist doch gemein. Nice, die Ramme steht. Kona! Wir kriegen dich! Halte durch! Kona! Yay! Ich lebe. Zum Glück ist er ein verantwortungsbewusster Kommandeur. Nicht so wie dieser hier, den wir zu seinem Eigenschutz mal nicht bei seinem richtigen Namen nennen, sondern den Decknamen Perle geben. Wir können nicht gleiten. No. Ich bin erwischt. Da sind die Spieler einmal sticky wie der Plasmastrahl von diesem Ele und dann sowas. Immerhin hat er nicht wie ich aus Versehen die Kommilampe im Wüstenhochland angelassen und wurde dann von erwartungsvollen Spielern verfolgt. Oh shit, ich war nicht im Game. Das ist mir echt unangenehm, Jungs, hier gibt's kein Event. Oh je. Es gibt aber auch schüchterne Spieler im WVW, wie dieser Waldi. Dieser Nekro. Oder diese Nekros. Ist Luna so hässlich? Ist sie das? Sie guckt nur traurig, weil sie nicht weiß, wie futuristische Waffen funktionieren. Luna, Sie müssen den Centaur jetzt besiegen. Es ist Ihre einzige Chance. Oder so.
Das war übrigens geklaut von den Biberbrüdern. Ich weiß nicht mehr aus welcher Folge. Puh, das war knapp. Ich habe Würmer vom Himmel regnen und Akrobaten auf Hasen stehen sehen. Aber ich habe noch nie zuvor einen Finisher mit 62% HP gesehen. Seht euch das an, es ist wunderschön. Und jetzt schnapp ich mir den Ele da vorne. Okay, dann halt der Ref. Ihr seid Geschichte! Wer hat sonst schon mal aus Versehen einen Spieler gegankt? Das Rumgeschrei von Luna gerade hat mich dazu veranlasst zu überlegen, was, wenn man alle Schreie in einem Zerg hören würde. Auf mein Bei einem solchen Lärm würde nicht mal mehr mein Greif mitten im Flug einschlafen. Warum bin ich... Hä? Ich sitze noch auf meinem Greifen, seht ihr das? Erstmal jemanden durch Falling Damage töten, um mich besser zu fühlen. Ich würde mich als durchaus erfahrenen WVW-Spieler bezeichnen, deswegen kann ich euch den Tipp geben, dass Obst und Gemüse ganz offensichtlich hilfreich bei der Reparatur von Wänden sind. Sehen wir uns mal an, ob das auch im echten Leben so funktioniert. Okay, Leute, seht ihr die Macke da? So gut wie neu. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich sehr gut dadurch unterstützen, dass ihr mich auf YouTube abonniert oder mir auf Twitch folgt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Euer SSBM Mathmain, Kona. Schön.